Genau. Danke, Jesus, für dein kostbares Wort. Halleluja. Sind wir bereit fürs Wort Gottes? Amen. Rutscht ein bisschen näher zusammen, dass ich euch einen Blick habe. Edi, komm ein bisschen rüber. Halleluja. Genau. Wenn manche von euch die Botschaft nicht gehört haben vom Andreas Magel letzten Sonntag, bitte ich euch, gehen wir da ein bisschen weg damit, gehen wir zum Webcaster zurück, genau. Wenn man die Botschaft nicht gehört hat vom Andreas Magel letzten Sonntag, empfehle ich euch sehr, sie euch anzuhören. Sie war sehr lebensspendend, sie war sehr. Rutscht ein bisschen weiter rüber, dann habe ich einen Blick. Dankeschön. Ihr zwei da. Danke. Brauchen wir nichts, ist alles okay? Hammer. Schreibt, wenn der Ton passt, ja? Und wenn Bild passen. Ich hoffe, dass der Ton und Bild passen. Wir müssen uns hier erstmal sammeln ein bisschen. Okay, passt schon. Ich möchte ansonsten keine möglichst wenig Bewegung. Am besten noch weiter rüber, danke. Wir müssen zur Ruhe kommen. Wir müssen uns auf den Herrn ausrichten. Es ist kostbar, es ist wichtig, dass wir jetzt auch im Geist wahrnehmen. Das letzte Mal habe ich darauf hingewiesen, am Ende der Botschaft, dass wenn wir im Geist hören, wir vom Herzen her registrieren sollten, wenn unser Geist Mensch ausschlägt. Und diese Momente, wo ist eigentlich Christine Strasser? Kommt, die ist da, wunderbar. Schon gedacht, du bist weg, Christine. Du hast mir echt gefehlt, Halleluja. Ja, wenn unser Geist Mensch ausschlägt, dann sollten wir diesen Moment uns merken und sollten dann wiedergeben am Ende der Botschaft. Christel kam letztes Mal noch nach der Botschaft zu mir und sagte, sie hat eigentlich noch was gehabt, was sie nicht gesagt hat. Bitte mach das nicht. Ich sag dir, mit jedem Schweigen eurerseits, auch im Chat, mit jedem Schweigen eurerseits, nehmt ihr etwas weg von der Fülle des gemeinschaftlichen Christus. Was gibt es sich zu genieren? Was gibt es sich zu blamieren? Ich meine, in einer solchen Atmosphäre von Liebe und Wertschätzung, weil wie könnte man dann einen Fehler machen? Wie könnte man das Wort Fehler überhaupt nur buchstabieren? Das ist eine Division durch Null in so einer Atmosphäre. Das ist einfach grammatikalisch geistlich inkorrekt, dass man da an einen Fehler denken könnte. Das ist irgendwie ein Überbleibsel von unserer früheren Prägung, dass wir denken, wenn wir nichts sagen, machen wir nichts falsch. Irrtum, das haben wir schon gelernt, wenn wir nichts sagen, haben wir bereits alles falsch gemacht. Es gibt nur einen Fehler im Reich Gottes, nichts zu machen. Amen. Es gibt nur einen großen Fehler, einen Hauptfehler, und dieser Fehler lautet, nichts zu machen, zu schweigen, stumm zu sein, wie die toten Götzen. Aber nach 1. Korinther Kapitel 8 hat es uns früher zu den Götzen gezogen, jetzt aber sind wir befreit, dem Gott, der da spricht. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott, sagte Elia. Baal konnte nicht reden, die Götzen reden nicht. Jeremia macht sich lustig über die stummen Götzen aus Holz und Ton. Aber unser Gott ist ein Gott, der spricht. Amen. Und es ist eine Schande, dass das Christentum fast 2000 Jahre das Volk Gottes konditioniert hat auf Passivität, Zuhören, Stillsein, andächtig sein. Und damit ist Schluss. Wir brechen offiziell mit dieser grotesken heidnischen Tradition von 2000 Jahren Babylon. Und wir sagen jedem Gläubigen, hier und auch zu Hause im Livestream, ihr seid offiziell berechtigt, autorisiert zu sprechen. Wir brechen das götzendienerische Klerus-Laien-System. Wir trampeln es nieder, diese falsche Lehre der Nikolaiten. Nikolaiten ist die Beherrschung des Laos, des Volkes. Die Laien sind das Volk und Nikos, Nike, Nike, ja, das ist der Sieg, wissen wir alles, Siegesgöttin Nike, die Knechtung, die Besiegung des Volkes ist die Lehre der Nikolaiten, von denen in der Offenbarung gewarnt wird. Und nach dem Niedergang des neutestamentlichen Christentums gegen Ende des ersten Jahrhunderts kam der Fluch der Stummheit über das Volk Gottes. Es durfte Geld zahlen, es durfte zuhören, aber es durfte nicht mehr reden. Das hat alles der Klerus gemacht und damit ist Schluss.
Ich bin nicht mehr als ihr. Ich bin nicht, was ich zu sagen habe, ist nicht wichtiger als was ihr zu sagen habt. Wenn ihr im Geist was zu sagen habt, dürft ihr nicht nur sprechen, ihr müsst sprechen. Es wäre eine Sünde, es wäre schrecklich, nicht zu sprechen, stumm zu bleiben, denn dadurch würdet ihr den Leib berauben. Ihr würdet den neutestamentlichen Gottesdienst verarmen lassen. Also wie gesagt, es gibt nach unserer neuen Offenbarung nur einen Fehler, stumm zu bleiben, zu schweigen. Ja, ich kenne die Stelle, sei still und erkenne, dass ich der Herr bin, aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Der neutestamentliche Gottesdienst in 1. Korinther 14 war ein blubbernder, sprudelnder, eruptiver Gottesdienst, wo sich die Propheten geradezu ins Wort fielen, weil sie so viel zu sagen hatten. Und diese Gottesdienste begehre ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Gemeinde steht für diese Wiederherstellung des neutestamentlichen Gottesdienstes. Diese Gemeinde steht nicht für Freikirchentum. Freikirchentum ist der Rest von Babylon. Auch das charismatische Freikirchentum sind die Ausläufer, die entwickelten, avancierten Ausläufer Babylons. Aber bevor Jesus wiederkommt, muss, ich sage euch muss, der neutestamentliche Gottesdienst wiederhergestellt werden in voller Kraft und Autorität. Und dazu gehört, dass jeder Gläubige, jedes Glied am Leib funktioniert, Funktion ausübt, dass das ganze Orchester musiziert und nicht bloß die Solisten. Halleluja, muss man gesagt sein. Oder? Das muss man nicht vergessen. Ich sag's in Liebe, ich sag's. Manche von euch fühlen sich vielleicht auf den Schlips getreten, weil ich so rede. Weil ihr vielleicht lieber eure Ruhe haben wollt. Mein Gott, ihr habt 2000 Jahre Kirchengeschichte eure Ruhe gehabt. Warum jetzt auch noch Ruhe haben? Seid froh, dass ich euch zu reden gestatte. Seid froh, dass euch endlich einer emanzipiert und endlich ein Abraham Lincoln aufsteht, der sagt, die Sklaverei ist abgeschafft. Halleluja. Es braucht eine Emanzipationserklärung. Weißt du was, es gab Sklaven, die haben nicht gewusst, dass Abraham Lincoln aufstieg und sagte, die Sklaverei ist vorbei. Die haben weiter auf den Plantagen gearbeitet. Sie wussten nicht, dass sie frei waren. Es gibt Christen, die wissen heute noch nicht, dass sie frei sind. Sie laufen noch mit der elektronischen Fußfessel rum. Mit dem Mundknebel laufen sie rum. Ich wollte es gar nicht predigen. Mein Gott, es geht schon los. Amen. Und im Geist wisst ihr, ob ich die Wahrheit spreche oder nicht. Ich kann euch hier nichts vormachen. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die man nicht mehr verführen kann, wo kein Prediger vorne stehen kann und zappeln kann und euch den Clown oder sonst was vormachen kann, rumkaspern kann, euch mit irgendwelchen charismatischen Gelaber irgendwie beeindrucken kann. Ich will, dass ihr von einem und von einzig allein einem beeindruckt werdet, nämlich von Christus. Und wenn nicht Christus durchkommt, doch meine Worte, lauft nach Hause, so schnell ihr könnt. Packt zusammen, hör mal auf. Aber wenn Christus durchkommt, dann müssen wir zuhören. Und dann müssen wir sprechen und dann müssen wir agieren im Geist. Und übrigens, proklamieren war heute schon viel, viel besser wie letztes Mal. Habt ihr es gemerkt? Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Von Sieg zu Sieg. Ja, die Botschaft von letzter Woche über den Mitgekreuzigtsein mit Christus, über den zweiten Körper von Christus. Wichtige, wichtige Themen. Ich möchte an dieser Stelle hinweisen auf mein DVD-Set, Gottes ewiger Masterplan. Hier ist es. Dieses MP3-CD-Set wird euer Leben verändern. Wenn ihr es noch nicht kennt, es gibt davon zwei Sets. Jedes Set kostet 35 Euro und enthält über 20 Stunden Lehre. Und wer es sich nicht leisten kann, soll es mir schreiben. Dann bekommt das für den Preis, wo er es leisten kann. Nicht umsonst, weil es nicht umsonst ist, das anzuhören, sondern für den Betrag. Wenn du sagst, ich kann es nur für 30 Euro leisten oder für 25, bekommst du es für diesen Preis. Am Geld soll es nicht scheitern, aber es soll dir etwas wert sein, weil es wird dein Leben verändern. Ich habe ein paar Leute dieses Set gegeben zum Hören. Ich weiß nicht, was man euch schon gehört hat, aber dieses Set ist nicht für das Buchregal gedacht, sondern es enthält die komplette Offenbarung über den ewigen Plan Gottes. Wenn du es dir anhörst,
wird kein Stein deines Glaubenslebens mehr auf dem anderen bleiben. Es ist wie ein Offenbarungssog, der dich in die Tiefen Gottes reißt, der dir die Reichtümer Christi darreicht, in einer solchen Urgewalt, in einer solchen Kraft, weil diese Botschaften so gestaltet sind, dass sie dich absolut in einen Wirbelwind von Offenbarung hineinreißen, dem du dich nicht entziehen kannst. Du kannst das Buch Urschrei lesen, was ich sehr empfehle von Frank Viola. Du kannst das Buch von Watchmen Nie, die herrliche Gemeinde, lesen, was du unbedingt lesen solltest, weil es dein Leben verändert, denn sonst hast du keine Ahnung, was die Gemeinde ist. Aber selbst diese Bücher kannst du lesen und sagst, ein gut geschriebenes Buch, ein nettes Buch, schön über Christus und die Braut und so weiter. Du hast nicht verstanden, worum es geht. Aber ich bin so dankbar, dass ich Zeugnisse, Rückmeldungen von Brüdern und Schwestern habe, die sich nicht nur die 20-Stunden-Lehre, sondern die 40 Stunden von beiden Sets angehört haben. Und wenn sie am Ende waren, sind sie zum Anfang gegangen, haben sich es wieder durchgehört und wieder und wieder und wieder und ihr Angesicht geleuchtet, weil die Offenbarung aus jeder Pore herausdrang. Das ist die Quintessenz meiner wichtigsten Botschaften der letzten 4 Jahre. Und ihr werdet sehen, ich habe mit dem, was ich jetzt gesagt habe, nur untertrieben. Es sind wirklich absolute Offenbarungsdiamanten, die hier hervorkommen. Und wenn du diese Botschaft dir konsequent anhörst, im MP3-Player die anhörst oder am Computer zu Hause, nichts wird mehr beim Alten bleiben. Warum verlange ich überhaupt was? Warum schicke ich es dir nicht umsonst, damit ich draufzahle? Ganz einfach. Wenn es für dich umsonst ist, stellst du ins Bücherregal und es bedeutet dir nichts. Wenn du was dafür zahlst, dann hörst du dir auch an. Das ist mir ganz wichtig. Sollst du dir anhören. Dann eine Übersetzung, die du brauchst. Und wenn du sie haben möchtest, sie kostet nur 15 Euro. Es ist die Wiedererlangungsübersetzung des Neuen Testaments. Es ist momentan die beste, genaueste Offenbarungsstrom. Übersetzung des Neuen Testaments, das es gibt. Es enthält selbst, diese Übersetzung enthält 1500 Seiten, einem superschönen, eleganten Schuber. 1500 Seiten, 15 Euro, das heißt, die Seite kostet nur einen Cent. Es ist spottbillig. Wenn du sie haben möchtest, 15 Euro plus Porto, ich weiß nicht, Porto 2 Euro oder was, schreib mir, auf meiner Webseite gibt es eine E-Mail-Adresse, kannst mir schreiben, ich schick's dir zu, Gegenrechnung. Du wirst sehen, wenn ich aus dieser Übersetzung lese, dass sie präziser ist, dem Grundtext, als die Elberfelder, und dass du Offenbarungen bekommst, wenn du diese Übersetzung liest, die du wahrscheinlich sonst nicht bekommen würdest. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Genug der Vorrede. Ein paar sind schon abgeschnallt oder mussten weg. Dann darf ich dich wieder begrüßen, wenn du die Aufzeichnung anschaust oder auch nicht. Ich empfehle es dir, die Aufzeichnung anzuschauen, wenn du jetzt bald gehen müsstest, denn ich glaube, es ist eine extrem wichtige Botschaft. Nicht, weil ich sie halte. Könnte jeder X-Beliebige halten. Ich bin der Butler, der dienen darf. Ja. Halleluja. Ich bin der Postbote, der eine Botschaft bringt, der einen Liebesbrief bringt, der ein schönes Packerl bringt. Aber weißt du, es ist auch gut, wenn du zum Postboten freundlich bist, denn dann tut er seinen Job mit Freuden und nicht widerwillig. Und wirklich, der Herr schätzt es, wenn man seinen Postboten empfängt, als den Gesandten vom Herrn. Ich bin dankbar, wenn ihr diese Worte nicht hört als Menschenwort, sondern als das, was sie in Wahrheit sind, als Gottes Wort. Und wenn es nicht Gottes Wort ist, dann bitte vergesst es. Aber wenn es Gottes Wort ist, dann schaut, ob euer Geist euch Zeugnis gibt zu dem, was ich sage. Und ich bete, Vater, dass ich Geist und Leben darreichen darf, dass du es tust durch mich, in Jesu Namen. Ich bete, dass du jedes Herz vorbereitest und öffnest und sensibel machst für die kostbaren Geheimnisse des Himmelreichs. Ich liebe dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dein Wort. Amen. Es gibt Schlüsselpassagen in der Bibel, Schlüsselverse, die kennen wir gut, zu Recht, hoffentlich kennen wir sie gut.
Und es gibt eine Schlüsselpassage, die unbestreitbar ein Kristallisationspunkt ist der Offenbarung. In der paulinischen Offenbarung ist das gewiss Römer 5 bis 8. Das sind Kapitel, wo wir jeden Vers auf der Zunge uns zergehen lassen müssen in der Meditation des Wortes. Wir sollten Wochen, Monate und Jahre mit Römer 5 bis 8 zubringen. Aber es gibt in den paulinischen Schriften eben Römer 5 bis 8 als Gipfel aus Mount Everest der paulinischen Offenbarung. Und so etwas Entsprechendes gibt es natürlich auch bei Johannes. Und das sind die Kapitel Johannes 14 bis 17. Was Römer 5 bis 8 in der paulinischen Gipfeloffenbarung ist, ist Johannes 14 bis 17 in der Offenbarung des Apostels Johannes. Und ich bin seit Wochen dran, diese Verse auf mich wirken zu lassen. Und so tausche ich mich mit Simon aus, der heute die Kamera macht. Wirk mal ganz kurz rein, Simon. Simon, wir studieren das Johannesevangelium zusammen. Wir graben uns rein in diese unglaubliche Tiefe, Schönheit, Wahrhaftigkeit, Urgewalt der Gedanken. Und Johannes 14 bis 17 ist vielleicht noch mehr als Römer 5 bis 8. Es sind Gedanken, die direkt vom Himmel sind. Ist der Rest der Bibel nicht direkt vom Himmel? Vielleicht, ja, ist auch direkt vom Himmel, aber manches ist noch ein bisschen gedimmter, getrübter, aber glasklar, gleißend hell strahlen diese Worte. Und Jesus selbst sagt, dass es nicht seine eigenen Worte sind, sondern die Worte, die ihm der Vater gegeben hat. Und ich kann noch nicht ganz diese Offenbarung bündeln. Ich werde noch Wochen, wenn nicht Monate, Wort für Wort genießen, Gott genießen, in seinem Wort eintauchen. Ich werde es machen wie in dem Lied, alle meine Entchen, Köpflein ins Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ja. Also ich stecke mein Köpflein, zack, hinein ins Wort unter Wasser. Hast du für letzte Woche gedacht, wo es so heiß war? Köpflein unter das Wasser, irgendwie in der Waschbecken voll Wasser, voll eiskaltem Wasser mit Eiswürfeln und Köpflein unter Wasser. Und so stecke ich meinen Kopf hinein in die Offenbarungsfluten des Wortes, in die flüssige Herrlichkeit seines Wortes. Du wirst sagen, Michael, das ist eine lustige Art, über Bibellesen zu sprechen. Ja, weißt du, die Bibel ist kein Buch, das man einfach so lesen kann. Das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt. Die Bibel, seine Worte sind Geist und Leben. Und da kannst du nicht einfach so drüber lesen, sonst bist du ein Erkenntnischrist, sonst bist du ein religiöser Christ und bist wie die Masse, die eigentlich von den Tiefen Christi kaum eine Ahnung hat, die vielleicht in den Himmel kommt, aber die nicht, wo nicht die Augen leuchten, wo nicht die Herrlichkeit Gottes aus jeder Pore dringt. Und ich gebe zu, bei mir hat es erst angefangen, ich kann noch mehr strahlen und mehr leuchten, aber ich will es, ich weiß, wie es euch geht. Aber wenn ihr es wollt, dann seid ihr hier richtig an diesem Ort. Dann seid ihr richtig auf diesem Kanal heute Abend. Sag Amen. Ist ein guter Ort, Amen zu sagen. Wenn ein Geist reagiert, musst du lernen, Amen zu sagen. Wer beim Amen schweigt, bleibt stumm. Wenn du Amen sagst an der richtigen Stelle, ziehst die Offenbarung. Verstehst du das? Amen ist nicht einfach so ein klarkörhaftes Kulisse irgendwie. Es kann es werden wie Halleluja. Eine Kulisse, ein Lärm, eine Geräuschkulisse sein kann. Aber wenn du diese Akklamationen aussprichst, wenn es interagiert, wenn es hin und her wogt, die Offenbarung von Geist zu Leben, von Geist zu Geist und von Leben zu Leben, dann schaukelt es sich hoch. Und ihr Lieben, ich brauche euch, um diese Last, die ich habe, abzutragen in der Predigt. Denn ich möchte ja keine Information euch darreichen, sondern ich möchte euch ja Geist und Leben darreichen. Und wenn ihr auf Frequenz geht, wenn ihr auf Sendung geht, dass ihr im Geist zieht von mir, dass ihr im Geist Amen ruft und Halleluja sprecht, dann zieht ihr diese Geistbotschaft aus mir heraus. Wisst ihr, dass die Verantwortung, wie gut ich predige, auch bei euch liegt? Ach, das ist ein neuer Gedanke. Ich dachte, der Prediger ist dafür verantwortlich, ob er gut predigt. Weiß, dass ich euch brauche. Weißt, dass ich ohne dich gar nicht gut predigen kann? Ohne den Geist in dir, der sich mit dem Geist in mir verbindet und verbündet und zusammen fließt und verstärkt?
Wir haben manchmal gedacht, der Sonntag ist die Tankstelle für den Alltag. Wir haben mal gedacht, am Sonntag tanke ich so richtig auf. Ich hole mir vom Prediger, ich hole mir vom Lobpreis, was ich brauche, damit ich dann die dürre Woche zu Hause den Alltag überstehe und überlebe. Weißt du, dass es eine religiöse Vorstellung ist? So schön es wäre, weißt du, wo du auftankst? Nicht im Gottesdienst. Dann vielleicht auch, weil du nicht anders kannst. Aber primär tankst du nicht im Gottesdienst auf. Primär tankst du auf am geheimen Ort von Matthäus 6,6, wo dein Kämmerlein, wo die Tür zuschließt, wo der Vater bereits auf dich wartet. Du tankst in den 20 Minuten und ich hoffe, du schaufelst sie dir frei. Ich beschwöre dich, ich flehe dich an, ich nehme dich und wenn ich dich könnte, würde ich rütteln und schütteln. Nimm dir täglich beim Aufstehen die 20 Minuten. Ja, nimm sie dir. Du kannst nicht geistlich überleben ohne den. Du wirst sagen, ich habe es wieder auch geschafft. Frag dich wie. Klar hast du überlebt, aber Leben spenden kannst du nur, wenn du täglich tankst. Du kannst nicht sagen, ich tanke alle 5000 Kilometer mein Auto voll. So weit kommst du gar nicht. Du musst auftanken, wenn der Tank leer ist. Und der Tank muss täglich gefüllt werden. Du musst täglich essen. Es genügt nicht, dass du sagst, ich esse nur einmal die Woche. Ich sammle Manna jeden übernächsten Tag. Nein, das Manna reicht nur einen Tag. Es muss jeden Tag morgens gesammelt werden. Und ich ermahne dich, ich ermutige dich, täglich aufzutanken. Denn das, was du während der Woche aufgetankt hast an Leben, wirst du hier am Sonntag abladen. Der Gottesdienst der Gemeinde ist so reich, wie du dich hast aufladen und auftanken lassen während der Woche. Es ist absolut wichtig und entscheidend, dass du täglich tankst. So täglich ihn genießt, täglich Zeit mit ihm verbringst, denn sonst bist du Teil des Problems, des religiösen Problems der Christenheit und nicht Teil der Lösung. Der Herr will dich täglich beschenken, er will dich täglich nähren, er will dich täglich beglücken und er will täglich, dass du wächst. Und du kannst nicht einmal in der Woche wachsen, du kannst nicht alle 3 oder 4 Tage mal deine Bibel aufschlagen oder Zeit mit ihm verbringen. Und du wirst sagen, ich habe aber jahrelang stille Zeit gemacht und ich habe wenig bis nichts draus gezogen. Das kann ich dir sogar glauben, weil du es vielleicht auf eine Erkenntnisart getan hast, auf eine Verstandesart getan hast, auf eine religiöse Art getan hast und weil du nicht den Schlüssel gehabt hast, um aufzuschließen, das Himmelreich, den Geistbereich, das Herz Gottes. Und ich möchte über den Schlüssel heute Abend reden. Interessiert es euch? Seid wach? Ja? Halleluja. Ich habe heute einen wunderbaren Vers genossen, heute früh, aus dieser Wiedererlangungsübersetzung, wo man die Brigitte so einen schönen Umschlag gemacht hat. Steht, hilf mir, Heiliger Geist, drauf, gefällt mir. Zeigt mir, wie geistlich arm ich bin. Michael, du bist geistlich arm. Ja, ich bin's. Selig sind die geistlich Armen. So beginnt in der Bergpredigt die Seligpreisungen. Was ist ein geistlich Armer? Ein geistlich Armer ist eine Notwendigkeit für einen Menschen der Offenbarung. Du kannst kein Mensch der Offenbarung sein, wenn du nicht erst geistlich arm wirst. Ein geistlich Armer ist jemand, der bedürftig ist nach Gott, der weiß, dass er Gott braucht. Und ich weiß es. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es du weißt, aber ich weiß, dass ich Gott brauche für jedes Wort, für jeden Tag, für jede Stunde. Ich kann nicht mal predigen ohne ihn. Ich kann Worte machen, ich kann Philosophie daherquatschen, aber ich kann nicht predigen. Ich kann nicht Leben spenden ohne ihn. Und heute habe ich dieses Wort genossen aus dieser wunderbaren Wiedererlangungsübersetzung, die sehr genau das Griechische wiedergibt. Ich habe Griechisch studiert und ich habe es im griechischen Grundtext verglichen und das gibt es wunderbar wieder. Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer in mich hinein glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun.
Und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Ich kenne keine andere Übersetzung, die es so deutlich wiedergibt, wer in mich hinein glaubt. Hier haben wir den Schlüssel bereits. Wir müssen nicht an Jesus glauben. Wir müssen in Jesus hinein glauben. Ein religiöser Mensch, ein philosophischer Mensch kann damit erstmal nichts anfangen. Und das ist gut so. Diese Kapitel 14 beginnen mit Vers 1, Johannes 14, 1. Euer Herz lasse sich nicht beunruhigen. Glaubt in Gott hinein. Glaubt auch in mich hinein. Ganz was anderes wie an Gott glauben. Jeder Philosoph kann an einen Gott glauben. Jeder religiöse, trainierte Mensch, jeder Studierte kann an einen Gott glauben, weltanschaulich, im Sinne einer Doktrin, einer Lehre, einer Gottesvorstellung. Aber in ihn hinein zu glauben, ist eine andere Dimension. Es sind zwei Paar Schuhe. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. So oft haben wir gedacht, das Haus des Vaters wäre der Himmel. Aber Jesus geht gar nicht in den Himmel. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wirklichkeit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist nicht der Weg zum Himmel, streng genommen, weil er uns gar nicht in den Himmel bringen will, denn das neue Jerusalem kommt ja vom Himmel auf die Erde. Sondern Jesus, he is the way to heaven. Da-da-ra-ra, da-da-ra-ra. Klar, noch religiöses Liedgut. Singen wir halt, wenn wir nichts Besseres oft haben. Aber es steht nirgendwo in der Bibel, he is the way to heaven. Er ist der Weg zum Vater. Und weißt du was? Die Vorstellung, dass uns Gott in den Himmel bringt, dass wir in den Himmel kommen wollen, ist eine buddhistische Vorstellung. Der Katholizismus hat das dem Buddhismus entlehnt, dass wir in eine Villa, wo Straßen aus Gold sind oder sonst was, in einen Himmel kommen. Der Islam lehrt, dass wir in den Himmel kommen, wo 72 Jungfrauen auf uns warten und sie haben sich vertan, denn es ist nicht 70 Jungfrauen, sie haben sich vertan. Ich muss sie leider enttäuschen, meine muslimischen Freunde, die zuhören. Es ist eine 70-jährige Jungfrau, die auf dich wartet, nicht 70 Jungfrauen. Viel Spaß. Kleines Detail am Rande. Es sind nicht 70 Jungfrauen, es ist eine 70-jährige Jungfrau, die auf dich wartet im Himmel. Aber es geht gar nicht in den Himmel, sondern das Wunderbare, wo uns Jesus hinbringen will, ist etwas Erhabeneres als in den Himmel. Du denkst, es wäre schon schön, in den Himmel zu kommen, aber es gibt noch etwas Kostbareres, etwas Exquisiteres. Er sagt, ich bring dich, Menschenkind, ich bring dich hinein in Gott. Ich bring dich hinein in den Vater. Ich habe meine Heimat, meine Wohnstätte, meinen Aufenthalt, meinen Lebensraum, meine Alltagssphäre habe ich in Gott. Und wo ich hingehe, dort in Gott gehe ich hin und dort bereite ich euch eine Stätte, nämlich in Gott. Das Haus meines Vaters ist mein Leib, nach Johannes 2. Ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht und er sagt, er sprach auch von seinem Körper. Das Haus meines Vaters ist der Leib von der Körper von Jesus, in dem der Vater drinnen wohnt und Jesus wohnt in Gott. Es ist ein gegenseitiges Ineinanderwohnen, in das er uns hineinnehmen will. Er will, dass du in Gott wohnst und er will in dir wohnen. Und ihr Lieben, schon wie mir diese Offenbarung Christus in mir, die Offenbarung der neuen Schöpfung kundgetan wurde, hat es mir alle religiösen Vögel weggeschlagen, weil es so bahnbrechend war. Aber ich sagte, es gibt eine noch tiefere, noch erhabenere, noch größere Sprengkraft erzeugende Offenbarung. Und diese Offenbarung ist nicht Christus in dir, sondern du in Christus. Nicht Gott in dir, sondern du in Gott. Und von dem haben wir noch nichts, von Tuten und Blasen, eine Ahnung. Aber darum geht es. In Gott hineinglauben, damit wir uns in Gott aufhalten können, dass wir uns in Gott bewegen können, dass wir in ihm leben und weben und unser Dasein haben, Apostelgeschichte 17.
davon haben wir noch fast nichts begriffen. Diese Offenbarung steckt der gesamten Christenheit noch in den Kinderschuhen. Denn würden wir begreifen, bewusstseinsmäßig, was es bedeutet, in Gott, in ihn hinein zu glauben, würden wir seine Werke tun. Der Schlüssel, nach Johannes 14, 12, um die Werke Jesus zu tun, ist es uns irgendwie in Gott selbst hinein zu bewegen. Nicht irgendwie positionell, alle Christen sind doch irgendwie in Christus. Ihr Lieben, solange die Phrase in Christus, von der Paulus 130 Mal im Neuen Testament schrieb, für dich eine Floskel ist, eine Phrase ist, schon mal gelesen, in Christus. In ihm haben wir die Erlösung, die Auslöschung der Sünden. Kolosser 1, Epheser 1. Solange das für dich eine religiöse Phrase ist, ist es für dich wertlos. Wertlos. Null und nichtig. Kannst vergessen, abhaken, abheften. Aus. Der Unterschied ist so immens groß. Man kann ihn gar nicht hoch genug ansetzen. Und diese Botschaft hören sich jetzt 10 Zuschauer an und eine Handvoll Privilegierte live. Freikirchen, babylonische Systeme da draußen sind bevölkert mit Hunderten, die eine nette Predigt anhören. Ist der Herr nicht gut? Sind wir nicht gesegnet? Es wird eine Lehre dargereicht, nach der in die Ohren kitzeln. Aber es sind wenige. Es sind eine Handvoll in diesem Land. Eine Handvoll in dieser Stadt. Die überhaupt nur sensibilisiert werden für die größeren Tiefen Christi. Und es war nie anders. Die ganze Kirchengeschichte hindurch nicht. Sei nicht überrascht, kleine Herde, sagt Jesus in Lukas 12, dem Vater ist gefallen, euch das Königreich zu geben. Halleluja. Halleluja. Aber lass es uns nicht vergeigen, indem wir die gute Lehre hören und dann doch wieder alles vergessen. Epheser 4,20. Da steht drin, schauen wir uns, was in der Elberfelder Bibel steht. Bitte die Elberfelder und dann die Wiederlangungsübersetzung, die nach dem Grundtext übersetzt. Wir sagen, die Elberfelder übersetzt auch nach dem Grundtext, ja, so gut sie konnten, so gut sie es damals verstanden. Die Elberfelder ist vielleicht die beste traditionelle Übersetzung. Wesentlich besser als die Schlachter übrigens. Die Schlachter ist sehr, sehr frei. Ich kann niemandem die Schlachter empfehlen. Da wirst du sehr nach Umschreibungen an der Nase rumgeführt. Du kannst der Schlachter nicht vertrauen, den Grundtext zu haben. Wenn, dann ist die Elberfelder von den traditionellen immer noch die beste. Aber in Epheser 4,20 heißt es, so steht bei mir in der Elberfelder, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ein halb religiös geprägter Mensch konnte es nicht besser übersetzen, was da stand, als ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Aber was steht in der Wiedererlangungsübersetzung? Da steht etwas anderes in Epheser 4,20. Schauen wir es uns an. Da steht, ihr aber habt Christus nicht so gelernt. Und Sigi, dass du schreibst, ihr habt gelernt, dass solch ein Leben mit Christus nichts zu tun hat, vergiss es, heiz diese Bibel ein, Hoffnung für alle ist Bildzeitung, schrotte sie, schreddere sie, so schnell du kannst. Sigi, wenn du mit Gott tiefer gehen willst, dann brauchst du diese Bibel. Zeig es nochmal kurz her, haben wir es noch da? Wiederlangungsübersetzung. Du brauchst diese Bibel und wenn du 15 oder 17 Euro mit Porto übrig hast, dann schicke ich sie dir zu. Diese Übersetzung wird dich weiterbringen. Hoffnung für alle kannst du vergessen. Schlachter kannst du vergessen. Selbst Luther mit Verlaub kannst du großteils vergessen, weil es nicht genau genug ist. Du brauchst eine verlässliche Übersetzung, sonst musst du Griechisch lernen und das ist noch mühsamer. Aber kommen wir zurück zu dem Text. Ihr habt Christus nicht so gelernt. Was für eine Sprache. Ihr habt Christus nicht so gelernt. Nicht kennengelernt, sondern ihr habt Christus nicht so gelernt. Fängt es an zu dämmern bei euch? Wir müssen Christus lernen. Der religiöse Mensch versucht etwas über
Christus zu lernen. Er versucht etwas von Christus zu lernen, aber der religiöse Mensch lernt Christus selbst nicht. Er lernt Christus nicht. Und ich sage dir, Christus will, dass du ihn lernst. Er will, dass du Christus lernst. Was ist der Unterschied, über Christus zu lernen oder Christus zu lernen? Wer über Christus lernt, lernt eine Lehre, lernt Informationen, lernt eine Erkenntnis. Und ich sage dir, die beste Information, die beste Lehre, die beste Erkenntnis von Christus abstrahiert dich von Christus, ist nicht Christus selbst. Du berührst Christus nicht selbst, sondern du berührst nur Fakten über ihn. Und damit wirst du schleichend gehalten und gefangen in der täuschend echten Imitation, Substitution und Illusion des Erkenntnischristentums, in dem sich die ganze religiöse Welt bewegt. Weißt du, wenn ich sage Baum und du das Wort Baum buchstabierst, B-A-U-M, selbst wenn du das Wort Baum aussprichst, hast du nicht den Baum. Du hast ein Wort, eine Abstraktion, ein Konzept eines Baumes, aber du hast den Baum selbst nicht berührt. Aber ein Kind, ein Kleinkind, was weder sprechen noch kann, noch reflektieren kann, was schlicht und ergreifend diesen Baum mit der Hand berührt, ohne ein Konzept zu formulieren, ohne eine Vorstellung zu haben, ohne Abstraktionsvermögen, berührt die Realität des Baumes selbst. Und wenn wir nicht werden wie die Kinder, werden wir nicht Christus berühren. Wir werden nicht geistliche Realitäten berühren. Und ich sage dir, solange wir nicht geistliche Realitäten berühren, haben wir nichts. Schnell einen Stift, bitte. Schnell einen Stift. Dankeschön. Was haben wir, wenn wir Christus selbst nicht berühren? Nichts. 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 Wort mit 6 Buchstaben. Nichts. Geht's noch deutlicher? Was haben wir bitte gemeinsam, wenn wir etwas über Christus wissen, aber ihn selbst nicht begegnen, ihm selbst nicht berühren? Was haben wir? Nichts. Aber ich habe eine Lehre von Christus. Aber es nützt dir nichts. Ich sag dir, der Download der geistlichen Realitäten. Der Himmel kommt nicht auf die Erde, weil du was über Christus weißt. Der Himmel ergießt sich auf die Erde, wenn du den Himmel berührst. Von Geist zu Geist. Wenn du dich in diesen geistlichen Dingen bewegst und du bewegst dich in diesen geistlichen Dingen, wenn du den Erkenntnisraum transzendierst und durchdringst und verlässt und Christus selbst, ob das beschreiben, benennen oder irgendwas kannst, spielt keine Rolle, aber du gehst hinein und zwar in Gott selbst. Du glaubst in Gott selbst hinein. Du glaubst in Christus selbst hinein. Gott selbst wird zu deiner Wohnung. Und zwar nicht mehr als Konzept, als Doktrin, als Lehre, als netten Spruch auf dem Kalenderblatt, sondern als erlebte, erfahrene Wirklichkeit. Darum sagt Jesus, ich bin der Weg in den Vater hinein, ich bin die Wahrheit, das ist auch so philosophisch umgedeutet worden, eigentlich hat er gesagt, ich bin die Wirklichkeit in den Vater hinein und ich bin das Leben. Und das Leben schmeckst du nur, das Leben touchst du nur, wenn du die Wirklichkeit berührst, wenn du auf echtes Gold stößt, wenn du echt Gott begegnest. Interessiert es euch? Ich versuche euch zu sensibilisieren. Wir haben uns als Christen oft gefragt, ist das christliche Leben ein Prozess
oder ein Ereignis. Muss ich auf einer Konferenz eine Impartation bekommen durch Handauflegung? Muss ich eine Gotteserfahrung machen, punktuell als Ereignis? Und dann bin ich ein anderer Mensch. Und ja, es kann sein, dass du so eine Erfahrung machst. Du kannst Ereignisse erfahren und erleben. Aber ich sage dir, das christliche Leben ist kein Ereignis. Amen. Und das christliche Leben ist auch kein Prozess. Ja, über 2 Jahre hinweg, indem ich täglich gebetet habe, indem ich täglich treu in meine Gemeinde gegangen bin, also wöchentlich, indem ich alles richtig gemacht habe, bin ich gewachsen im Glauben. Es war ein Prozess. Mag sein, dass es dir gut getan hat. Mag sein, dass es besser war, sein Geld mit anderen Dingen zu vergeuden. Aber das christliche Leben ist kein Prozess. Ich habe Weisheitsprinzipien gelernt. Ich habe Saat und Ernte verstanden und habe fleißig gesät, im Glauben gesät, um zu ernten. Ich habe erkannt, dass Vergebung wichtig ist als Prinzip. Ich habe diese Prinzipien gehandelt. Ich habe 1000 Weisheitsprinzipien gehandelt und beherrscht, wie innen so außen, wie im Kleinen so im Großen. Ich habe all diese Prinzipien des Geistes gemanagt. Aber ich sage dir, es ist kein Prinzip. Was ist es dann, wenn es kein Ereignis ist, kein Prozess ist und kein Prinzip ist? Es ist eine Person. Und eine Person, der musst du begegnen. Christus ist eine Person im Geist. Er ist unsichtbar, aber er ist eine lebendige, vibrierende, pulsierende Person. Und du bist eine Person. Und er will, dass du als Person ihn als Person berührst und begegnest. Und dazu bedarf es nicht viel Reflexion. Und dazu bedarf es nicht viel Nachdenkens und Grübelns und Gelabens, nicht viel Wissens, nicht viel Erkennens, zumindest nicht wissensmäßig. Sondern Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger und sie gebar den Kain. Wie hat Adam Eva erkannt, indem er ein Buch von ihr gelesen hat? Nein, dadurch wird man nicht schwanger, durch ein Buch lesen. Es gibt Bücher, erkenne deinen Mann, erkenne deine Frau. Gibt gute Bücher, so eh. Manchmal, wenn christliche junge Paare heiraten, dann lesen solche Bücher, ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber ich sage dir eins, doch kennst du deine Frau nicht, weil du ein Buch gelesen hast von ihr. Davon wird sie ja nicht schwanger. Vom Bücherlesen und vom Erkenntnis sammeln wird sie nicht schwanger. Aber wenn du sie personal erkennst, das heißt, mit ihr schläfst, dann hast du ein bisschen mehr erkannt von ihr. Dann hast du ein bisschen mehr von deiner Frau und von deinem Mann erkannt, als wenn du nur ein Buch liest über sie. Jesus sagt, Paulus schreibt ihm mal in 1. Korinther 8, wer meint, etwas erkannt zu haben, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wer den Herrn aber liebt, der ist von ihm erkannt. Eine andere Dimension des Erkennens, eine personale Form des Erkennens. Was meine ich damit? Ich sage dir eins, die ersten Christen konnten nicht lesen und schreiben. Sie hatten keine Bibel, kein Altes Testament. Sie hatten oft keinen Prediger. Paulus war 3 Monate in Ikonium, er war ein paar Monate in Lystra und Derbe, in diesen Gemeinden. Da war eine Handvoll von Christen, eine Christengemeinschaft. Sie hatten keine christliche Literatur, sie hatten keine MP3s, kein Gott-TV, sie hatten nichts. Aber sie haben überlebt. Inmitten von Heidentum, inmitten von religiösem Wahnsinn haben sie überlebt und sind stabil geworden, robust. Und wie hat Paulus das angestellt? Weißt du was? Er hat ein grundsätzlich anderes Evangelium kommuniziert, als wir es tun, landläufig. Er hat keine Lehre so stark kommuniziert, obwohl er lehrte. Aber seine Lehre war nicht informativ, seine Lehre transportierte eine Person, seine Lehre schoss Leben heraus aus sich. Schauen wir weiter, damit ihr merkt, dass diese Wiedererlangungsübersetzung bedeutsam ist. In der Elberfelder Bibel, und ich habe meine Elberfelder Bibel schon ganz viel kommentiert und korrigiert,
wo sie unzureichend war. Aber da lesen wir zum Beispiel, ich glaube, ich muss nächstes Mal weitermachen, weil hier kommen wir heute nicht sehr weit, aber wenn wir ein bisschen sensibilisiert werden, dann war schon nicht vergeblich. Amen. In Apostelgeschichte 8, Vers 35 heißt es in der Elberfelder Bibel: Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Steht schön brav da, er verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Was kann falsch sein am Evangelium von Jesus? Darf ich dir verraten, was falsch dran ist? Alles. Alles ist falsch an dem Evangelium von Jesus. Jetzt schauen wir mal, was in der Apostelgeschichte steht. Manche haben schon aufgeschlagen hier, Kapitel 8, Vers 35, was im Griechischen wirklich da steht. Und da steht: Und Philippus tat seinen Mund auf in der Wiederlangungsversion und verkündigte ihm Jesus als Evangelium. Amen. Jesus. Er verkündigte ihm nicht eine Lehre von Jesus. Ein irgendwie geartetes Evangelium über oder von Jesus. Er verkündigte ihm Jesus als Evangelium. Jesus, eine Person, im Geist downgeloadet, im Geist emittiert, im Geist übertragen, im Geist hineingesprochen, im Geist verwurzelt. Eine Person. Ich sagte, wenn du nicht den himmelweiten Unterschied schnallst zwischen diesen Differenzen. Das ist Leben und Tod, das ist Tag und Nacht, das ist eher Osten und Westen. Das ist der Unterschied zwischen 2000 Jahre Babylon und Erkenntnischristentum und Geist. Wahrem neutestamentlichen Christustum. Merkt ihr was? Dämmert's euch? Und diese Stellen sind Hunderte, Tausende, wo wir hier urtextgetreu sind und wo wir keinen Dunst an Offenbarung bekommen mit der falschen Bibel. Ich sage nicht, dass es auch noch Bibel, dass auch diese Übersetzung noch verbesserungsfähig ist hier und da. Keine Übersetzung kann alles leisten, aber sie ist die beste, die wir momentan haben. Halleluja. Merkt ihr was? Merkt ihr, warum sie die beste ist? Neben den glorreichen Fußnoten, die ein Lebenswerk an Offenbarung transportieren. Was heißt das praktisch? Was heißt das praktisch? Was heißt es montagmorgens um 8 im Büro? Leben wir, wenn wir aufstehen, in dem Bewusstsein, dass wir in einer Person wohnen. Das kleine Männchen lebt in diesem großen Geschöpf Gott. Du wohnst in Gott. Du gehst einen Stock höher in Gott. Du gehst nach links in Gott. Du gehst nach rechts in Gott. Du gehst nach unten in Gott. Du wohnst in Christus. Stehst du auf montags um 6:30, wenn der Wecker klingelt, vielleicht klingelt er noch früher, und du machst die Augen auf, die Fensterläden gehen auf, dick. Halleluja. Nicht nur Christus lebt in mir, ich wohne in ihm. Ich wohne in Gott. Alles, was von dieser bösen Welt an mich herankommen will, muss durch Gott durchkommen. Ich bin eingehüllt, ich bin ummantelt, ich bin umgeben. Von allen Seiten umgibst du mich. Merkt ihr, wie tief das gehen kann? Merkt ihr, wie Angst gegenstandslos wird? Wie die Angst vor dem Teufelchen, vor dem Dämönchen, sowas von lächerlich wird, wenn du in Gott, er hat den Höchsten, Psalm 91, zu seiner Wohnung gemacht. Hast du bewusstseinsmäßig, nicht blabla religiös, sondern existenziell, bewusstseinsmäßig den Höchsten zu deiner Wohnung gemacht, zu deiner Haut gemacht, zu deiner Umgebung gemacht, zu deinem oben, unten, links, rechts, vorn, hinten, und alles dazwischen. Gott ist deine Wohnung. Haben wir uns jemals diesen Gedanken wirklich mal eine Stunde nachgedacht, auf der Zunge zergehen lassen? Haben wir uns diesen Gedanken wirklich einmal
tief genossen, eine Stunde lang, zwei Stunden. Ich sag dir, wenn wir nicht anfangen, diesen Gedanken uns anzufreunden, diesen Gedanken lange zu genießen, um ihn intellektuell zu meistern, braucht es nur ein Bruchteil einer Sekunde. Aber um ihn im Geist zu verstoffwechseln und zu verdauen, braucht es Tage, Wochen und Monate. Und das Maß, in dem du diese Offenbarung genießt, tief dich eintauchst, tief dich bewegst, dich fluten lässt, dich durchsättigen und durchwirken und durchtränken lässt, triefend getränkt bist mit dieser Geistwahrheit. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gemacht. Du wohnst in Gott. Du bewegst dich in Gott. Du gehst dann nicht mehr raus. Da brauchst du nicht mehr, weil du dich wunden hast, die Waffenrüstung an. Du bist in Gott. Begreifst du was? Wer in Gott hinein glaubt, auf diese Weise, der monatelang Christus als seine Wohnung, als seine absolute Heimat, nicht vom Hörensagen, sondern genossen hat, stundenlang bist du gesaugt in dem Gedanken, in dem Träumen, in dem freien Fall der Offenbarung, ich bin in dir, Gott. Stundenlang im Whirlpool dieses Gedankens, dieser absoluten, genussreichen Liebesbeziehung. Du preist ihn tagelang dafür. Dein Verstand wird sich langweilen, weil es gibt ja nichts Neues zu denken. Aber ich sage, dein Geist braucht Wochen an Zeit, um sich überhaupt zu akklimatisieren, um sich zu heimisch zu werden, um sich zu verschmelzen mit dieser Geistwirklichkeit. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt, Fakt, viel Frucht. Was bedeutet es zu bleiben? Du musst bleiben in diesem Gott. Du musst bleiben in dieser Offenbarung. Es muss mehr als eine Erkenntnis sein, unendlich viel mehr. Es muss eine totale Beheimatung sein. Es muss dein Ein und Alles sein, dein Schatz, dein Genuss, das Höchste, das Um und Auf, das A und O, das Hinten und Vorne. Alles in allem. Ich sag's dir, wenn du anfängst, in Christus hinein zu glauben, wenn du anfängst, Christus auf diese Weise zu lernen, geistmäßig ihn zu lernen, nicht erkenntnismäßig, nicht doktrinmäßig, nicht Konferenzwissensseminarmäßig. Ich sage dir, dann vollziehen sich im organischen Austausch Verschmelzungs-, Akklimatisierungs-, Durchdringungsprozesse seines Wesens mit deinem Wesen in der göttlichen Natur, dass das hervorkommt, was er immer wollte. Und weil kaum jemand auch nur angefangen hat, sich dem auszusetzen in der Tiefe, schaut unser Christsein so aus, wie es ausschaut. Weißt du, im Grunde genommen ist das, wovon ich spreche, kinderleicht. Vielleicht bist du zu schlau, zu klug dafür. Vielleicht magst du zu viel Philosophie darüber haben, zu viel Lehre darüber haben, aber es gibt nicht viel zu lesen bei dieser Erfahrung. Es gibt keine große Bibel aufzuschlagen. Natürlich kannst du den Bibelvers lange lesen und meditieren. Aber weißt du, was es vor allem gibt? Ihn im Geist anzuschauen und im Geist zu genießen. 2. Korinther 3,18. Und so werden wir verwandelt von einem Grad von Herrlichkeit zum nächsten. Schauen wir es uns kurz an. 2. Korinther 3, Vers 18. Dieses Anschauen von Christus im Geist. Dieses, er sagt dir, in den Reden vom Heiligen Geist in Johannes 14 heißt später, dass die Welt den Heiligen Geist nicht empfangen kann, denn sie
Er kennt ihn nicht und sie sieht ihn nicht. Was steht da eigentlich für ein Wort Theoreo? Da steht dieses griechische Wort für anschauen. Sie betrachtet ihn nicht im Geist. Du musst ihn im Geist betrachten. Ja, was siehst du denn da viel? Er ist doch Geist, er ist doch unsichtbar. Macht nichts, schau ihn trotzdem an. Schau ihn liebreich an, schau ihn genussvoll an. Schau Christus an, liebreich im Geist. 2. Korinther, das sind kindliche Disziplinen, ihr Lieben. Das ist nichts für gescheite, studierte, überaltkluge Leute. Das ist nichts für Übererwachsene. Das ist für Leute, die werden wie Kinder. Das ist für Leute, die nicht lesen und schreiben konnten damals. Die haben sich so aufgesogen mit Christus. Die haben sich so verwoben und verschmolzen, existenziell und bewusstseinsmäßig in diesem geteilten Leben in Gott. Und so heißt es in 2. Korinther 3,18 in der Wiedererlangungsversion: Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie es von dem Herrn Geist. So wie von dem Herrn Geist. Wir werden umgewandelt. Du denkst, du wirst umgewandelt durch Eifer. Du wirst umgewandelt durch sich bemühen. Weißt du, das Leben im Geist ist kein erlangtes Leben durch Mühe, durch Eifer, durch Anstrengung. Das Leben im Geist ist ein dargereichtes Leben. Es ist ein zugeteiltes Leben. Ein Leben, was gar nicht dein eigenes Leben ist. Paulus sagt, ich lebe, aber nicht mehr ich lebe, Christus lebt mich. Eine bessere Übersetzung als lebt in mir. Christus lebt mich, lebt in mir und er lebt mich. Und in Philipper, und mit dieser Stelle möchte ich enden heute, Philipper 1, Vers 19, da lesen wir, in der Elberfelder heißt es, man kann daraus wirklich nichts lernen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Hier ist nicht vom Beistand die Rede. Im Griechischen steht hier, durch euer Gebet und durch die überströmende Versorgung mit dem Geist. Nicht der Beistand, davon lernst du nichts, sondern hier ist die überströmende Versorgung mit Geist gemeint. Hier ist die reichliche, die überreiche Darreichung des Geistes gemeint. Und dieses griechische Wort choregos, da steht das Wort, oder choregos, da steht das Wort Chor drin. Der choregos war der Chorführer und er hat den ganzen Chor versorgt. Und dieses Wort choregos ist dieses Wort, was hier mit dieser überreichen Versorgung gemeint ist. Gott versorgt uns überreich mit Geist, mit Leben im Geist. Und wenn du ungeduldig bist, dann musst du nicht im Prinzip beherzigen, dann musst du nicht eine Lehre verstehen, sondern musst du an die Tankstelle gehen und ihn lange genießen, damit du ihm anschauen und genießen von ihm das überreiche Zuströmen seiner Geduld, seines Wesens, seines Charakters, seines Liebreizes, unreflektiert, ohne dass du es merkst, einfach empfängst. Ihr Lieben, das ist das ganze Christenleben, dass wir in der Liebesbeziehung, mindestens 20 Minuten am Tag, dann brauchen wir wirklich nicht groß anfangen, aber nimm dir die Viertelstunde, nimm dir 20 Minuten. Wenn du diese Tankstelle nimmst, lädst du dich mit Herrlichkeit auf, mit Leben auf, mit überreicher, überströmender Versorgung, mit Geist in Christus Jesus. Amen. Nächsten Sonntag geht es weiter, 18.30 Uhr und bis dahin Hausaufgabe, auch heute Abend nach Hause kommt, setzt euch noch ein paar Minuten auf die Couch, genießt ihn. Genießt diesen Gedanken lange und ausgiebig. Glaubt in ihn hinein. Amen. Gut, und bevor wir ausmachen, möchte ich fragen, ob es Punkte gab,
Ich will keine großen Predigt-Nachpredigten hören, ob es Punkte gab, einen Satz, wo du einfach sagst, an diesem Satz hat der Geist mich getatscht, wo du diese Aussage heute getroffen hast, ist mir ein Geist-Torpedo reingeschossen. Da hat es mich geschnappt, da hat es mich ergriffen. Dann sprich diesen Satz nochmal jetzt zurück im Geist. Komm her. Und auch ihr zu Hause, schreibt zum Chat rein. Aber nicht groß denken, nicht aus dem Verstand raus, nicht irgendwie jetzt groß, was hat er gepredigt? Nein, dann ist schon ums Eck, ja, ist schon vorbei. Wir wollen, weil es im Geist ist, wird der Geist jetzt in die Oberfläche bringen und du sprichst es einfach im Geist aus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Amen. So predigte er ihnen das Evangelium Jesus Christus. Jesus ist das Evangelium. Amen. Gut, das meine ich mit Geistreaktionen auf die Predigt. Es muss nicht kognitiv groß sein, das muss nichts erklären, nichts interpretieren, das sind einfach Aussagen, die dich im Geist berührt haben. Weil wenn du sie im Geist nochmal als Feedback aussprichst, schwappt die Offenbarung wie ein Ping-Pong, schwappt sie, bounced sie nochmal zurück, zack. Und der Geist, der euch zugeteilt wurde, wird nochmal zack zurückgeteilt. Mich selber hat der Vers berührt im Geist, als ich ihn aussprach, denn du selbst hast den Höchsten zu deiner Wohnung gemacht. Der hat mich voll im Geist berührt, als ich ihn aussprach. Mein Geist in mir richtig, der ist richtig gehüpft. Der war richtig ein Trampolineffekt, kurz da. Bong. Halleluja. Halleluja. Amen. Dann hat die Gisela noch einen Satz geschrieben, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Dieses Bleiben hat sie berührt. Dankeschön. Und Gisela schrieb auch, Halleluja, Gott selbst wird zu meiner Wohnung geistliche Realitäten berühren. Amen. Amen. Wir lieben euch. Bis nächsten Sonntag. Genießt den Herrn.